Hallo zusammen, heute geht es um diese zwei Kupplungen und diese Kupplungen, das sind mehrfach dichtende Kältemittelkupplungen und die muss man ganz speziell einlöten, weil wenn man die normal lötet, verbrennen diese Kupplungen, weil hier drin hat es zum Beispiel eine Gummimembrane, man sieht es so, und die andere Kupplung, die hat hier drin auch so eine Gummimembrane, aber dichten tun sie dann über diesen Kupferpressring, der hier, diesen Kupferpressring. Aber wichtig ist, dass man die richtig in das Rohr einlöst. Also wenn ich jetzt hier so ein vorgefertigtes Rohr habe, muss ich den hier so einlöten, dass es logischerweise dicht ist. Und das kann man nicht einfach so, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, wie das hier aussieht, das ist Wasser drin und diese Kupplung, die wird hier reingestellt. Und zwar bis an diesen Rand hier und ihr seht jetzt auch hier, wenn man ein bisschen am Löten ist, hier noch ein bisschen Wasser nachschütten, ganz normales Wasser. Und dann kann ich diese Leitung hier reinstellen. Und hier ist ein Lüfter, dass der Wasserdampf, der hier entsteht, weggeblasen wird. Ja, zum Löten, ich habe einen ganz normalen Schweißbrenner. Und ich habe hier das Lot, das ist Kupferphosphor. Also ein Kupferlot, das geht nur Kupfer, Kupfer. Ich weiß nicht, ob man jetzt dann was hört davon. Und das hier darf nicht aus dem Wasser kommen, bis es ganz abgekühlt ist. Ganz einfach. Wenn ich die Kupplung nehme und dann hier löten würde und rausziehen würde, wird die Wärme hier nach unten gehen und das könnte die Kupplung zerstören. Diese ist hier nicht ganz dicht, das spielt nicht so eine Riesenrolle. Wichtig ist, dass kein Wasser reingeht, auch wenn mal eine umfällt. Wenn das Wasser innen reinkommt, dann zuerst richtig austrocknen, bevor er das wieder montiert. Also hier, ich mache noch mal eine. Und hier auch wieder runtergehen, dass die Kupplung kalt bleibt. Also sie hat schon seine Temperatur, auch das Wasser hier wird natürlich, wenn man mehr lötet, immer wärmer. Auch die kleine Kupplung, also die kleine, das ist das Gegenstück, das jetzt hier, muss ich dann Wasser ablassen, dass wir diese hier dann löten können. Also auch wieder nur bis zu diesem Ring mit Wasser füllen, nach dem Löten abkippen, dass sie nicht zu warm wird, dass diese Gummimembrane hier drin nicht kaputt geht. Ja, das ist es von diesen Kupplungen. Also jetzt zeige ich dann hier dieses Teil hier. Und das brauchen wir zum Beispiel für das Aggregat, wenn wir hier hinten so einen Schrank haben mit dem externen Kühlaggregat, da oben steht einer. Wenn wir das getrennt haben möchten, wenn wir durch die Wand durchfahren, Kühlaggregat im nächsten Kasten oder durch eine Schottwand im Boot und hinten wieder zusammenschrauben. Das, und diese Kupplungen immer unter Wasser löten. Der Teil hier, weil sonst könnt ihr die Kupplung schrotten. Ich mache euch hier ein Video für die Montage der Kupplungen und ich wünsche euch einen schönen Tag.